Servus, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Dawn of Man mit dem Voucher im Steinzeitalter. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben. Unserem Sedilia steht der nächste Winter bevor. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir da irgendwie durchkommen. Wir werden heute noch mal ein bisschen auf die Jagd gehen. Wir brauchen noch einen Punkt, damit wir die Kompositwerkzeuge freischalten können. Und dann geht's los. Dann können wir Bäume fällen und Stein abbauen. Beim Steinabbauen ist mir auch noch mal was aufgefallen, weil ich mich so gewundert hatte, dass es hier keinen separaten Haufen gibt. Hier kann ich ja auswählen, was gelagert werden soll, ne? Hier haben wir unter anderem Feuerstein und Stein auf jeden Fall erlaubt. Ich würde sagen, dass wir gucken, dass wir die Kompositwerkzeuge heute ranholen. Jetzt sind wir gerade Frühwinter. Es geht jetzt so langsam los. Unsere Nahrungsmittel sind momentan 14 geräucherte, 26 rohe. Wir haben 2 getrocknete Fisch nur. Hülsenfrüchte 3. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus. Offen ist bei uns jetzt tatsächlich noch hier die Gerberei. Dafür brauchen wir den Holzscheit. Um den wiederum zu bekommen, müssen wir Bäume fällen können. Ich würde sagen, dass wir erstmal alle jetzt hier markieren und dann, beziehungsweise erstmal auf die Übersicht gehen, ob überhaupt irgendwo ein Tier da ist, das ich gerade mal jagen kann. Weil wir brauchen noch einen Punkt und da ist, glaube ich, die Jagd mit Sicherheit hilfreich. So, lass uns mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie im Winter die. Da hinten wäre ein Bär, oder? Ist das ein Bär oder ein Steinhaufen? Das ist ein Steinhaufen. Hat kurz die Form gehabt von einem Bär. Hier zum Beispiel. Dann gehen wir doch mal hier kurz auf die Jagd, würde ich sagen. Ich mache die 1 rein. Die Leute ziehen sich zusammen. Dann jagen wir die 2 Dinger und dann sollten wir normalerweise mindestens einen Punkt bekommen für die Kompositwerkzeuge. Okay, ich mache mal hier. Ich gehe von der Geschwindigkeit auf 3. Sie sind nicht die schnellsten. Okay, das hat hingehauen. Rennt man nicht so weit, wo rennt ihr denn hin? Leute, Leute, das ist viel zu weit weg. Das ist gar nicht mehr meine Heimat. Ihr wisst ja gar nicht, was hier alles auf euch wartet. Dann geht hier. Geht hier. Geht hier lauf. Scheiße, sind jetzt weit gerannt. Hallo? Der ist verletzt. Der packt den Winter sowieso nicht. So. Dann würde ich sagen, es ist zwar super weit weg von zu Hause. Da wäre auch noch einer gewesen. Ich drück mal die 4. Vielleicht holen sie den auch noch. Nee, fertig, aus. Das muss reichen. Jetzt lassen wir die gemütlich abbauen und dann wird es schon irgendwie werden. So, die Auswahl habe ich aufgehoben. Einer von den Männlein hier, der ist nicht ganz so fit. Wir gucken mal, was der hat. Ach, der ist einfach nur nicht gut drauf. Was wird hier gemacht? Reparieren. Die müssen reparieren, aber das ist ja auf Automatik gestellt offensichtlich. Passt. So, jetzt möchte ich noch. Oh, wir haben 9 Leute. Es ist wieder einer dazugekommen. Dieses Menü hier unten, wo ich jetzt gerade mit der Maus fahre, das übersehe ich tatsächlich. Ein neuer Mensch wurde geboren. Ach Gott, ein neuer Mensch wurde geboren, ein Baby. Ist der da drin? In der Reparierhütte? Wo ist der? Das ist ja kein Baby mehr, der ist jetzt schon groß, ne? Lass mal gucken, unser Neuling. Ein paar schöne Bilder vielleicht einfangen vom Winter, oder? Ja, wie es gleich mithilft, Leder holt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mal vielleicht ganz kurz raus muss aus dem Menü. Ah doch, die räumen das jetzt hier schon ein, ne? Ich habe das blöde Gefühl, unser Lager ist bald überfüllt. Gibt es welche, die das wahrscheinlich nur abladen und die Kinder räumen es dann ein im Moment, ne? So irgendwie kommt mir das gerade vor. Du, mein Freund, könntest ja eigentlich zum Totem deines Vertrauens, aber da betet schon jemand. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein zweites braucht. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt, was passiert im Winter mit unseren Hunden. Sind die gut drauf? Das sieht momentan sehr fit aus, ne? Wir haben aber erst noch 4 Punkte, haben wir nur. Ich mach mal kurz die 4. Dann geht natürlich auch der Winter entsprechend schneller rum. Dann sehen wir gleich mal so ein bisschen, wie es hier aussieht mit der Nahrung. Aber ich glaube, das reicht, ne? Schön. Ich mach's nochmal auf 1. Ich will tatsächlich. Wolfsangriff. Wo? Boah, ganz viele. Der hat mein Hundle getötet. Der hat meinen Hund getötet. Das sind meine Hunde, ne? Ich dachte, es wäre ein Wolfsrudel. Oder ist es der Wolf? Er ist der Wolf. Die sehen sich halt ziemlich ähnlich, ne? Aufgabe abbrechen, schlachten. Ne, passt schon. 5 Punkte haben wir, meine Lieben. Gehen wir direkt rein, würde ich sagen. Kompositwerkzeug zum Freischalten. Kompositwerkzeuge Wissen 5. Machen wir jetzt gleich. Knochenwerkzeuge haben wir als Grundlage. Benötigt für Knochenschleifen, Feuersteinspeer, Feuersteinaxt und Feuersteinhacke. Haben wir ausgegeben. Und jetzt müssten wir doch normalerweise hier die Werkzeuge herstellen können, oder? Dann würde ich nämlich sagen, was kosten denn die?
Ich habe das blöde Gefühl. Erstmal machen wir uns die Hacke. Und das hier. Die kosten offensichtlich Stein, kann das sein? Oder ist das Feuerstein? Na, dann können wir ja da ein bisschen was machen. Wobei ich nochmal prüfen muss, wie es mit dem Sammeln ist, ob da noch alles läuft. Das ist Pflanzen sammeln. Arbeitsgebiet Steine holen. Und du brauchst aber die Spitzhacke, aber die kriegen wir jetzt bald. Ich habe das Gefühl, dass wir keine Feuersteine sammeln, Leute. Vielleicht habe ich das gestern aus Versehen aufgehoben. Ich lege einfach mal einen neuen Arbeitsbereich fest für Feuerstein holen. Aber hier sieht es eh nicht so gut aus. Da hinten wäre ein kleiner Haufen Feuerstein. Vielleicht ist das Arbeitsgebiet einfach abgewirtschaftet mittlerweile. Weißt du, wie ich meine? Feuerstein. Ja, ist okay. Dann können sie das machen. Jetzt habe ich mal eine Idee. Pass mal auf, das müssen wir jetzt mal ganz kurz rausfinden. Wir haben doch die Möglichkeit, Limits immer festzulegen, ne? Wir haben die Möglichkeit, Limits festzulegen. Maximale Anzahl Personen, die in diesem Gebiet arbeiten sollen, machen wir maximal 2. Produktionslimit für Feuerstein ist auf 10 Einheiten eingestuft, auf 15. Ah, ich habe nämlich was in der Hilfe gelesen, dass man das einstellen kann, dass die Produktionslimits angepasst sind an die Bevölkerungsanzahl. Das könnte ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht hier geht nur, ne? Kontinuierliche Produktion ein. Links klicken, um einen Gegenstand zu produzieren. Rechts klicken, um kontinuierliche Produktion ein- und auszuschalten. Vielleicht gibt es da noch ein Menü, das sich noch in verbundene Ressourcenlimits anzeigen. Limit, Produktionslimit für Messer ist auf 100% der Bevölkerung eingestellt. Das wäre eine Überproduktion. Nö, dann lassen wir das auf 100%. Fischerwerkzeug auf 50% der Bevölkerung. Das ist okay, das heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat dann die Möglichkeit, sich mit diesen Sachen auszurüsten. Dann würde ich aber sagen, Sichel, also das sind die Handwerkswerkzeuge, da machen wir mal die Hälfte, das lasse ich einfach mal so. Produktionslimit für Bögen. Können wir denn schon Bögen herstellen? Nö, noch nicht. Das müssen wir noch freischalten. Wir haben keine Hacken. Wir haben keine Hacken. Werkzeuge, ist klar. Wir haben keine Hacken. Ja, dann baut euch welche. Feuersteinhacke ist im Bau und das ist auch im Bau. Keine Lagerplätze frei. Also brauchen wir praktisch jetzt die Möglichkeit, mehr Lagerplätze. Sehr gut. Feuerstelle, da fehlen uns noch 2 Steine. Die werden wir jetzt dann bald besorgen, indem wir jetzt jagen gehen. Das passt soweit. Hier ist voll und guck mal. Nee, doch noch nicht. Ich dachte, dass wir schon die ersten Steine haben. Ich bin mit dem Menü ein bisschen durcheinander gekommen. Alles klar. 9 Leute. Jetzt warten wir einfach mal ab. Der Winter ist ja auch bald rum. Wir haben keine Hacken. Bin ich ja dabei, euch welche herzustellen. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ist die Frage natürlich, wie sieht es denn in unserem Lager aus? Ich glaube, wir brauchen das nächste Lager. Und dann werde ich hier ein Essenslager herstellen und ein sonstiges. Da müssen wir nur jetzt ganz kurz gucken, dass ich hier, wie ich da weiterbaue, ich würde sagen, da hinten, dass wir hier das nächste Lager aufstellen, meine Lieben. Das macht bestimmt Sinn, wenn wir das Lager so ein bisschen voneinander trennen. Wir gehen ins Baumenü, in die Produktion. Nein, wir müssen in die Lagerstätte, ne? Lager. Einfaches Lagerzelt. Ist die Frage, wo baue ich denn das hin? Hier wäre es natürlich schön. Ne, wir bauen das jetzt tatsächlich hier hin. Und da jetzt hier momentan sowieso noch der Holzscheit fehlt, würde ich sagen, ich priorisiere das auch mal. Dann haben wir unseren ersten kleinen Dorfring, ne? Und weil wir es sind und hier ein Handwerksschuppen ist, baue ich hier noch ein Zelt hin, dass wir noch weitere Leute anziehen können, ne? Beziehungsweise, dass uns noch mehr Leute hierher folgen. Und da habe ich auch was gesehen, wenn ich mit V gibt es Varianten, ne? Das habe ich beim ersten Mal auch nicht übersehen. Da mache ich hier mal eine andere Variante rein. Ja, machen wir das mal so hin. So. Hier wird repariert, das ist soweit klar. Da oben sehe ich ja, was ich habe. Und da wollte ich auch noch mal kurz was gucken. Okay, jetzt habe ich das natürlich verbollert. Wenn ich mir jetzt hier noch ein weiteres hole, beziehungsweise mehr kann ich, glaube ich, nicht. Das sind die normalen Ressourcen. Ressourcengruppierungen. Ich glaube, Ressourcengruppierungen macht für mich mehr Sinn. Arbeitsmittel, das sind wir noch nicht ganz da. Tiere, da würde ich dann tatsächlich sehen, welche Tiere ich habe. Wobei die Hunde offensichtlich nicht angezeigt werden. Die sind nämlich noch da. Das machen wir dann auch später.
Machen wir das mal so, das Allgemeine und das hier. Lassen wir das mal so angezeigt schön. Jetzt gucken wir. Hier fehlen Stöcke und Leder. Und das müssten wir doch normalerweise haben, Leder, ne? Ja. 10 Stück. Also dann mache ich jetzt mal hier. Oh, vielleicht sollte man ab und zu auch mal jagen gehen. Auch wenn es Winter ist. Bringt uns ja Punkte und Fleisch und Leder, ne? So werdet ihr es nicht kriegen, Leute, wenn ihr so langsam seid. Ich weiß, es ist kalt. Wie viel Grad haben wir denn eigentlich? -3, aber es ist immer noch ein milder Winter, ne? Okay, stopp, ich muss kurz auf Pause. Leertaste war das. Der Händler ist gekommen. Und einen Höhlenhyänenangriff abwehren. Okay, da hoffe ich natürlich, dass sie das jetzt machen. Okay, ich gehe wieder auf 1. 9 Leute haben wir noch. Einer hat jetzt... Der Hund hat langsam Gesundheitsschaden. Wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. So, jetzt gehen wir mal zum Händler. Vielleicht können wir uns tatsächlich... eine Dings leisten. Ein Holzscheit. Dann wird nämlich vorne das Ding fertig, das Gebäude. Was hat er denn, der Händler? Hülsenfrüchte? Brot? Ein Holzscheit will ich. Und weil es Winter ist, würde ich 2 Brote nehmen. Und 2 getrockneter Fisch, einfach zur Sicherheit. Und ich wäre bereit, was abzugeben. Geräuchertes Fleisch? Nö, das ist gegensätzlich. Ein Knochen hat einen Wert von 2. Ich gebe mal 2 Knochen ab. Dann haben wir einen Wert von 4. Ich bezahle mit Knochen und ich nehme mir aber jetzt dafür noch einmal Hülsenfrüchte. So. Alles klar. Jetzt müsste normalerweise die Gerberei fertig werden. Denn hier fehlt nur noch der Holzscheit. Hier müssen wir eigentlich nur noch Sticks sammeln. Auch das wäre normalerweise kein Problem. Und hier auch. Oder sind die... Haben die aufgehört, Stöcke zu sammeln? Oh, da müsste ich was gucken, ob unser Arbeitsgebiet für Sticks noch aktiv ist, ne? Was ich noch nicht ganz rausgefunden habe. Was sind das hier? Deine Einwohner können Aufgaben nicht abschließen oder nicht korrekt priorisieren. Aktive Aufgaben, baue. Gerber. Schlachten. Der Turok ist dabei, zu bauen. Der erzeugt Werkzeuge. Ausstehende Aufgaben. Eier, weil sie überlastet sind. Klarer Fall. Müssen wir uns kümmern. Da müssen wir uns kümmern. Wir haben keine Hacken. Ich bin doch aber dabei gewesen, Hacken herzustellen. Jetzt gucken wir nochmal, ob da noch was geht oder nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Feuersteinhacke. Da unten ist er eingereiht. Aber es kümmert sich irgendwie keiner drum gerade, gell? Verbundene Ressourcenlimits anzeigen, verwerte wieder, setze auf hohe Priorität. Mach ich jetzt mal. Vielleicht sollte man da auch mal eine Unterteilung machen. Da ist Feuerstein, da fehlen Ressourcen, gell? Ach Gott, guck mal. Aber der holt jetzt den ersten Stamm und wird die Gerberei für uns fertig machen. Dann kriegen wir auf jeden Fall mal bessere Winterkleidung. So. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz... in die Aufgabengestaltung. Aufstehende Aufgaben ist zum Beispiel hier. Baue die Feuerstelle, erzeuge Feuersteinhacken. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir da noch einen zweiten irgendwann brauchen. Ne? Im Moment ist halt wahrscheinlich auch alles ein bisschen träger. Ich gehe mal kurz in den Frühling rüber jetzt. Bauwerk, Gerberei, Wissenspunkt 1 bekommen, also die Gerberei steht. Gucken wir doch gleich mal, ob wir hier irgendwas machen können. So. Leder. Kontinuierliche Produktion ist eingeschaltet. Ich nehme an, dass sie das dann beliefern. Dann haben wir hier unser Lager. Da fahrt jetzt alles rum, weil das Lager so gut wie voll ist, ne? Offensichtlich. Das ist das Zeug vom Händler. Ich mache mal 4. Ich will mal gucken, ob die das auch wegräumen. Ja, machen sie. Sind halt nur 9 Leute, ne? Und ein Haufen Aufgaben, die wir da zu steuern haben. So. Überleben, Wissenspunkt 2, weil der Winter überlebt wurde. Sehr, sehr cool. Schön, wie es dann auf einmal grün wird, ne? Ganz kurz mal ein bisschen den Frühling einfangen hier. Ja gut, es sind sehr, sehr viele Sachen, die man noch berücksichtigen muss. Ganz, ganz viel muss ich noch lernen. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie groß Sedilia werden wird in einigen Wintern.
Gehst du fischen? Du gehst fischen, gell? So, jetzt müssen wir uns mal um die Produktion kümmern. Ich lese das jetzt auch gleich nochmal ganz kurz durch, grob. Machen wir kurz zwei. Guck mal, die haben auch sehr weite Wege gehabt jetzt, die geschlachteten Tiere, ne? Oder die Tiere, die zu schlachten sind. Guck mal, hier liegt eins. Dann meine ich, hatten wir weit, weit draußen noch eins. Wo geht's hier denn hin? Ja, das hält halt auch unheimlich die Leute auf, warum es vorne nicht weitergeht, ne? Die sind sie natürlich priorisiert damit beschäftigt, die verderbliche Ware auch einzuräumen. Müsste sich jetzt aber dann gleich einpendeln, ne? Schöne Geschichte. Okay, hier muss ich wieder raus aus dem Menü. Ich habe mich gerade gewundert, dass es sich nicht mehr steuern lässt. So, Leute. Alles klar. Was fehlt hier? Sticks. Da wollte ich doch auch gucken, ne? Hier haben wir einen Holzhaufen, der ist natürlich leer. Was mir jetzt tatsächlich, das muss ich jetzt rausfinden, wir gehen mal ganz kurz ins Hilfsmenü. Und zwar Arbeitsgebiete. Damit ich die auch wieder finde, ne? Wenn die hier so im Gestrüpp sind. Die Aufstellung von Arbeitsgebieten erlaubt dir, viele Aufgaben im Sammeln und Bergbau zu automatisieren. Nachdem du Gebiete platziert hast, werden die Einwohner weiterhin Ressourcen in diesem Gebiet sammeln, bis das Ressourcenlimit erreicht ist. Standardmäßig wird zu jeder nur eine Person mit einem bestimmten Gebiet arbeiten, aber du kannst die Anzahl, ich muss da mal gucken, wie ich die Anzahl eingestellt habe. Beachte, dass Jagdflächen nur Aufgaben für Tiere niedriger Gefahrenstufe generieren. Gefährliche Tiere müssen eigenhändig gejagt werden. Okay. Also, dann gehen wir doch mal ganz kurz in die Fischgründe, weil die finde ich auf jeden Fall wieder. Da habe ich zwei Leute abgestellt. Jetzt machen wir mal hier einen. Dann ist einer schon mal frei, um auch andere Dinge zu machen. So, dann haben wir hier Beeren sammeln. Ne, das ist das Arbeitsgebiet Steine holen. Und da fehlen ja noch die Spitzhacken, da kümmere ich mich gleich drum. Dann haben wir hier das Arbeitsgebiet Beeren sammeln. Produktionslimit für Gemüse ist auf unbegrenzt. Das lasse ich auch mal auf unbegrenzt. Das Lagerlimit ist erreicht, das ist auch klar. Da sind wir ja dabei, ein zweites Lager zu bauen. Ich habe das Gefühl, dass mein Sticksammelplatz weg ist, ne? Weil. Ich gucke gerade mal. Ich würde einfach sagen, ich lege da mal einen neuen Bereich fest. So. Ach, guck mal, Bäume fällen muss ich ja auch festlegen. Und da will ich aber eigentlich ums Dorf rum den Kringel, da mache ich das ein bisschen kleiner. Dass da erstmal nur die Bäume hier fällen. Und jetzt sehen wir dann auch, wenn die weg sind, was mit dem Zeichen hier passiert, ne? So, da ist einer damit beschäftigt, das reicht. Was haben wir hier? Tannin sammeln. Steine holen habe ich normalerweise vorne eingegeben. Tannin brauchen wir bestimmt auch. Dann würde ich sagen, machen wir das mal dahin. Und ich brauche einen Sticksammler. So. Jetzt müsste es eigentlich laufen, ne? Nochmal die Tatsache natürlich, dass wir nicht so viele Leute haben. Beziehungsweise dieses Stickgebiet würde ich gerne da vorne hin machen. Das ist mal echt so weit raus hier. Entferne das Arbeitsgebiet. Okay, das ist aber immer noch da. Aufheben. Guck mal, ich habe nämlich da vorne gesehen, dass wir hier auch Sticks haben. Ich will das ein bisschen im Auge behalten erstmal. So. Sticks. Den können wir ja ein bisschen kleiner machen hier. So, dann ist das alles so mehr oder weniger bei uns auch angezeigt. Das sollte doch jetzt normalerweise laufen, oder? Wir werden es beobachten. Wir werden es lernen. Ich mache mal die Speed auf 2, dass wir ein ganz kleines bisschen besser unterwegs sind hier, die Jungs und Mädels. Zelt, fehlen 4 Sticks. Sind wir dran, die zu besorgen. Hier haben wir den Handwerksschuppen. Feuerstein. Vielleicht ist da einfach viel zu viel. Knochen sind jetzt eingelagert. Wir warten einfach ab. Das wird sich alles mit der Zeit einpendeln. Was macht unser Lagerzelt? Unser Steinvorrat? Ich muss mal ganz kurz gucken, was da so abgeht. So, eingelagert. Feuerstein bis jetzt, ne? 8 Stück. Stein können wir ja nicht, weil wir noch keine Spitzhacken haben. Das erklärt sich so ein bisschen. Also ich muss natürlich noch reinfinden. So ganz grob ist mir klar, um was es geht. Ich nehme an, noch so zwei, drei Folgen, dann sind wir da auch voll im Flow. Zumal ich vorproduziert habe und natürlich hier das ein oder andere an Hinweisen noch kommen wird, nehme ich an.
Ansonsten ist diese Hilfe eigentlich recht gut gestaltet. Man kann, das ist das Problem, aktive Aufgaben. Ne? Erzeuge, sammle. Sammle Stöcke. Ja, wir haben sehr, sehr viel halt in der Schleife. Das wird jetzt aber besser, wenn das da unten mal irgendwann fertig ist, denke ich. Die Feuerstelle, das Lagerzelt, das normale Zelt. Ja, wir haben halt jetzt sehr, sehr viel in Auftrag gegeben für 9 Leutlin. Das Lager müsste ich ja normalerweise dann als nächstes priorisieren, ne? Dafür haben wir mit dem Essen momentan keine Probleme, ne? Das läuft. Der Gerber macht seinen Job. Jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht hier ein bisschen was rausnehmen. Wenn ich das mal anhalte. Feuersteinhacke, Feuersteinaxt, das wäre das nächste, was mir wichtig wäre. Lederoutfit. Ja, ist klar, da hat der Gerber jetzt der Leder, guck mal. Wir müssen halt gucken, dass die Mats da rangeschleift werden. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Holzspeer auch aussetzen. Und die Holzharpune, weil wir haben einen Knochenspeer und eine Knochenharpune in der Mache. So, jetzt müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass das zweite Lager endlich mal frei wird, dass das Zeug nicht verdirbt. Da hebt es nämlich länger, habe ich gelesen. Dann müssen wir jetzt gucken. Das hier war es, glaube ich. Ne? Das ist das Lagerzelt. Da fehlen die Sticks. Okay, wie sieht es mit dem Stickplatz aus? Kurzer Moment. Ja. Es dauert halt seine Zeit jetzt, bis das alles geerntet ist und so. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Ich nehme an, das wird sich jetzt dann schon einpendeln. Die nächsten 5 Punkte sind frei. Kriegen wir denn da irgendwas hin, was uns richtig was hilft? Bogenschießen? Sind sie natürlich bei der Jagd besser, ne? Und da unten haben wir Begräbnisritual. Hügelgrab und Spiritualität. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. Begräbnisritual freigeschalten. Schalte die Konstruktion des Bauwerks Hügelgrab frei, indem sie ihre Toten begraben können. Das macht jetzt auch Sinn, weil früher oder später unsere Älteren wahrscheinlich auch mal hier über unseren kleinen Sedilia-Jordan gehen. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Friedhof brauchen. Damit die Leute zumindest moralisch erhalten bleiben. So. Und jetzt würde mich noch interessieren, das ist das Belastungsschaubild, Strohschaubild, Nahrungsschaubild. Okay, das sieht gut aus. Dann haben wir Verteidigung. Jeder bewaffnete Einwohner übernimmt eine Kampfrolle, alle anderen. Ich glaube, im nächsten Zeitalter müssen wir auch damit rechnen, dass uns andere Humanoide angreifen. Tiere, Arbeitsmittel, gruppierte Ressourcen. Allgemein. Weißt du, was ich suche, was ich noch nicht gefunden habe? Eine Übersicht. Vielleicht kriege ich das hier. Werte. Das sind die Werte von unseren Leuten. Geht soweit. Hunde. Hunde 3, Tiere insgesamt 3. Alles klar. Ich gehe die jetzt mal durch, die Menüs. Ne? Dann haben wir hier die Ressourcen. Kleidung, Material. Ein Stick, da ist das Problem. Steine werden aber mittlerweile gesammelt, also haben wir da auf jeden Fall auch schon mal was reinkommt. Werkzeuge, die habe ich jetzt aufgehört, die Faustkeile herzustellen, ne, dass ein bisschen ressourcenfrei werden. Arbeitsressourcen. Limits. Da können wir jetzt ja natürlich auch gucken. Was ist denn, wenn ich die Limits mal auf 20 stelle? Von den Sachen, die wir jetzt aktuell viel brauchen. Werkzeuge. Produktionslimit für Speere ist auf 100%. Messer auf 100. Ich mache sie einfach mal auf 75. Sichel jetzt nicht. Hacken auf 75. Das ist ja nur das Limit. Wenn nichts da ist, produzieren sie natürlich auch nicht. Dann haben wir das eingestellt. Meilensteine. Jagen und sammeln. Überleben. Schalte das nächste Zeitalter frei. Erreiche 20 Einwohner. Schön, Milestones habe ich gar noch nicht mitgekriegt. Verteidigung, Technologien, weitere Aktivitäten, Aufgaben. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Wissensfortschritt. Alles ist aber alles angezeigt hier, ne? Guck mal. Ressourcen erlangt, Bauwerke errichtet. Wie viel da noch kommen? Wie gut! Bauwerke. Wohnhaus, 4 Stück. Lager haben wir 4, 2 große und das hier, Produktion. Spiritualität 1,
Begräbnisstätte noch keine. Ist das geil? Bauwerke? Megalithen? Noch kein? Oder wie auch immer. Arbeitsgebiete. So, und jetzt hoffe ich doch, dass ich dann da hinspringen kann. Ja, das habe ich gesucht. Siehst du, man muss nur rumklicken. Was ich leider nicht weiß. Gibt es das hier oben auch als Punkt? Ist ja egal, ich hab's hier, ne? So, wir haben auf jeden Fall ein Arbeitsgebiet für Stein, für Feuerstein, für Bäume fällen, für Tannin sammeln und für Stöcke sammeln. Stöcke sammeln haben wir da vorne angezeigt. Unsere Steine, die werden dann hier. Ja, das läuft sich jetzt ein, das braucht seine Zeit. Wir gehen nochmal alles durch. Gucken nochmal, machen uns nochmal schlau. Kerza, die hockt da drin und produziert. So, wir haben 7 Speere, 10 Messer. Und eine Hacke. Jetzt läuft es sich langsam ein. Das hat jetzt nur so lange gedauert, weil wir jetzt so weit weggejagt haben. Dann mussten die da hin und her fetzen, ne? Dann wird jetzt das wahrscheinlich hier alles so langsam sich einpendeln, nehme ich an. Der holt sich Moral. Der da, guck mal. Der sieht zwar, der ist zwar nicht glücklich, aber er hackt auf jeden Fall Stein. Ein bisschen weiter vorgehst, Diggerle, dann krieg ich mehr rausgekommen. Okay. Keine Lagerplätze frei. Alles klar, das ist unser Job, jetzt dafür zu sorgen, dass die Lagerplätze da sind. So, pass auf. Die Gerberei, die ist angelaufen. Was fehlte denn beim Feuerding eigentlich noch? 2 Steine. Da hoffe ich doch mal, wenn ich das priorisiere, dass sie das auch hinbekommen. Ansonsten. Das hier. Das müssen wir auf jeden Fall priorisieren. Dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir hier 2 Leute reinhauen. Und dann ist das Thema Sticks. Ach, die haben die schon abgegrast hier, ne? Arbeitsgebietsfenster, gucke ich gleich, bearbeite Arbeitsgebiet, machen wir mal Fenster, Essen und Trinken, mal 2. So, wenn die das aufgesammelt hat, brauchen wir sowieso ein neues Arbeitsgebiet, dann sammeln wir da hinten. So, 2 Leute werden jetzt Sticks sammeln und dann läuft es. Das gucken wir uns jetzt natürlich noch an, ich mache mal auf 4. Wir sind im Frühling. Ist ja gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns auf den Winter vorzubereiten. Wichtig wäre, dass unsere... Jetzt gehen die Sticksammlungen hoch, hast du gesehen? Und die werden natürlich jetzt auch hier reingebollert. Dann ist das Lager fertig. Lagerproblem aus dem Kopf. Hackenproblem haben wir heute geschafft. Bumm. Sehr, sehr cool. Mache ich mal auf 3, dass es nicht ganz so schnell läuft. Eine Jagd geben wir uns vielleicht noch. Und hier müssen wir jetzt wird es jetzt heute auch mal schief gehen. Boah, die jagen das Mädle. Die ist tot. Horigol wurde vom Hyänenangriff umgebracht. Boah, wie übel, oder? Mach die alle weg. Lass keinen am Leben. Das sind ganz viele gewesen, ne? Aber ich sag dir mal was. Wir machen die jetzt alle weg. Mein Hund hat es auch erwischt. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass die sehr weit rausgezogen sind hier. Halt! Mach die noch weg, alle. Die kommen wieder. Krasse Geschichte. Ja. Oh, da müssen wir jetzt ein Hügelgrab noch bauen. Das machen wir gleich morgen als allererstes ein Hügelgrab und vielleicht noch eine zweite Gebetsstätte. So, ich gehe hier raus. Ich muss gucken, dass wir jetzt hier die Leute alle, dass die nicht noch weiter rauslaufen. Ich ziehe mal hier den Kreis und da haben wir nämlich noch eine. Ist das ein Hund? Nee, ist kein Hund. Ach, so kleine Hyäne. Aber gut, die wird auch irgendwann groß und macht Ärger. Da wäre auch noch eine.
Ey, die können schon mehr, als ich gedacht habe. Jetzt haben wir unseren ersten Verlust eingefahren, ne? Hier läuft mal zu weit raus jetzt. Da laufe ich jetzt nicht hinterher, oder? Wow, jetzt muss ich mal gucken. Horrigol. Ist das nicht unser neuester gewesen? Tot. Wo machen wir denn unser Friedhof hin? Komm, das bauen wir jetzt noch gleich auf. Gehen wir mal hier rein bei Bauen. Wohnhaus ist klar. Lager, Produktion. Hier, Begräbnisstätte. Wie sieht denn sowas aus? Ja, ziemlich cool eigentlich. Vielleicht hier oben. Vielleicht hier, dass wir das hier irgendwo reinsetzen. Außerhalb vom Dorf, aber gut erreichbar soll es schon sein. Ich würde es hier oben mal hinsetzen. Weitere Variante. Ah, siehst du. Wir nehmen die. So. Kostet einen Knochen, ein Leder und drei Steine. Okay. Ich hoffe, dass der jetzt nicht schimmelt da hinten, bis wir so weit sind. Guck dir das mal an. Hier, ne? Das müssen sie jetzt alles wiederholen. Aber ist gut für uns. Kriegen wir Leder, Knochen und Fleisch. Vielleicht sollte man den Trockenständer morgen erweitern, dass wir uns dann einen zweiten holen. Einen für Fisch und einen für Fleisch. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Geräuchertes Fleisch. Wird einiges gesammelt. Das sieht gut aus. So, meine Lieben, dann mache ich Schluss für heute. Haben wir wieder einiges gelernt. Lagerplätze. Ich will noch wenigstens sehen, wie das Lager fertig wird. Komm on. Ich habe mal kurz Gas gegeben. Hat sich eine Infektion zugezogen. Alter, was nicht alles gibt. Wie sieht denn so einer aus, wenn er Infektion hat? Nicht glücklich jedenfalls. Ey, super. Jetzt habe ich extra ein Spiel rausgesucht, wo wir keine Infektionen kriegen. Jetzt haben wir sie hier auch. Ist unaufhaltsam, ist immer da. Lass ich mal kurz gucken. Da war doch gestern der eine Punkt. Menschenstatus, Gesundheit, Ernährung, Moral, Erholung, Temperatur. Da sehe ich aber dieses Virus-Ding nirgends, ne? Leiden. Menschen werden von Leiden wie Krankheiten und Infektionen beeinträchtigt. Diese werden ausgelöst, wenn die Menschen wiederholt hungern oder sich verletzen. Hat eine Person ein Leiden, verringert sich ihre Gesundheit für einen bestimmten Zeitraum. Fällt sie auf Null, wird die Person sterben. Überlebenschancen hängen teilweise vom Zufall und teilweise davon ab, wie gesund das Individuum ist. Also musst du für eine Grundgesundheit sorgen und dann hoffen, dass der Zufall dich nicht packt, ne? Alles klar, meine Lieben. An der Stelle geht es dann morgen weiter. Wir befinden uns mitten im Sommer. Das heißt, der Herbst steht noch vor uns. Wir werden hier natürlich jetzt mal gucken, wenn wir die Punkte haben, wenn wir ins nächste Zeitalter kommen. Und hier sehe ich dann auch schon die Getreideverarbeitung. Ja, dann bauen wir uns ganz gemütlich hier weiter auf, ne? Gebäudetechnisch wird es dann morgen so sein, dass das Zelt fertig werden wird. Das Lager ist jetzt soweit durch. Und hier im Handwerksschuppen, ne, das passt. Das Zelt fehlt und dann können neue Leute zuwandern. Ich freue mich auf euch. Bis dann.